ja, dass er immer an vorderster Linie steht. Er ist immer der Erste. Er hat die schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Er muss in das Unbekannte gehen. Er muss ein anderes Risiko nehmen als die, die dann hinten nachkommen. Etwas haben sie gemeinsam, also das Neue, das Unbekannte, das Wagnis und natürlich die Fähigkeiten und die Courage, den Mut, diese Dinge zu bewältigen und anzugehen.